Das habe ich jetzt absichtlich gemacht für die Klicks. Bist du aufgeregt? Ja, weil ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Da sehe ich dich, Dennis. Ich habe Angst zu fallen. Wenn du mit viel Gewicht fällst, Knöchel, tschüss. Okay, das fühlt sich jetzt richtig komisch an. Ja, es sind andere Knöchel. Justin, rette mich! Ist das dein Aufwärmprogramm? Ja, zumindest beim Truck Pull. Aber heute machen wir was anderes. Wo sind wir denn hier, Dennis? Justin, du versaust mir jedes Mal die Einleitung. Ich hab's jetzt gemerkt beim Videoschneiden. Gell? Richtig gut. Also herzlich willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Ich möchte gleich unsere Gastgeberin vorstellen, die Laura. Wir bouldern heute. Und ich reibe schon meine Kletterschuhe, weil das ist wie gewohnt an einem Wettkampf, weil wir benutzen die ja fürs Truck Pulling. Und Laura, kommst du bitte ins Bild? Ja. Das ist die Laura. Hi. Die Laura ist, ja, man kann es sehen, ne? Laura hat gefragt, Dennis, hast du überhaupt Kletterschuhe? Da habe ich gesagt, ja. Das war ein bisschen verwunderlich für jemanden, der 180 Kilo wiegt und nicht klettern geht. Und die Laura, jetzt stell dich erstmal vor zu deiner Person. Ich kann dir schon anziehen, oder? Ja, natürlich, okay, klar. Ich schlupf rein. Genau, ich bin die Laura, hi. Ich bin eigentlich Physiotherapeutin, aber mein Hauptsport ist das Bouldern. Ich schraube auch hier ab und zu in der Halle. Genau, und ich dachte, ich bringe dem Dennis jetzt mal Bouldern bei. Und bin schon gespannt, wie er sich schlagen wird. Hast du eine Prognose oder eine Vorahnung oder irgendwie, wo du sagen kannst, Mensch, das könnte er schaffen, so eine Herausforderung für mich? Oder sagst du, wir fangen jetzt erstmal an und schauen, was passiert? Ich habe schon eine Prognose, aber das verrate ich dir erst später. Natürlich, natürlich. Schön Druck aufbauen, gell? Also ich würde mir jetzt einmal die Kamera gerne in den Überhang schwenken. Wir haben natürlich auch nämlich Überhänge da. Nicht ganz so leicht wie an der geraden Wand. Und ja, wir werden sehen, ob wir dahin später auch noch gehen werden. Ich muss sagen, ich bin nervöser als am Wettkampf. Und womit? Mit Recht. Ja, mit Recht, ja, noch Justin. Justin, du lehnst dich wieder ganz schön weit aus dem Fenster, du, gell? Hier. Ich fange dich unten. Erstmal kriegst du ein Eisenbär-T-Shirt. Und ich habe einen Profi-Influencer-Move gemacht. Ich bin extra noch ins Gym gefahren und habe mir das T-Shirt von Eisenbär geholt mit Backprint. Das heißt, wenn ich kletter, siehst du es von hinten. Jetzt bin ich fast so groß wie du. Was bringst du auf die Waage? Ich weiß, ein Gentleman sollte sowas nicht fragen, aber... Ich wiege 47 Kilo. Und wie viel wiegst du? Das ist weniger wie das Dreifache von mir. So, was mir jetzt direkt, wenn wir über Körpergewicht sprechen, auf dem Herzen brennt, ist, was ist ein Körpergewicht, wo man sagt, ab hier und nicht mehr weiter? Gibt es jemanden oder bei den Topstars bei euch, der schwer ist, aber dennoch gut? Oder sagt man so, ab eine gewisse Kilozahl ist Schluss? Ich glaube, das würde ich nie sagen, dass ab einer gewissen Kilozahl Schluss ist. Mhm. Aber natürlich wirst du jetzt kein Weltmeister im Bouldern werden. Die meisten sind schon relativ schlank, aber muskulös. Was soll denn das heißen? Das ist leider die schmerzhafte Realität. Die sind muskulös, hast du gehört, Justin? Ja. Die sind muskulös und nicht dick. Ja, also die meisten sind wirklich, wirklich Striche in der Landschaft. Mhm. Du musst einfach leicht sein. Und also ist das Gewicht muskulös. Wirklich, wirklich ausschlaggebend? Wenn du top sein willst, ja. Okay. Ja, ja, Tatsache. Da bist ja du mit 47 Kilo perfekt, ne? Körpergröße 61. Nicht ganz. Okay. So, jetzt legen wir los. Also ich würde sagen, erstmal ein paar Aufwärmübungen wie Schultern warm machen, ganz normal. Gestern noch schwer, Schultern gut. Wie machst du dich denn warm normalerweise vom Team? Das sind Secrets, das dürfen die Leute nicht wissen. Ja. Nee, also ich mache schon also die Bewegung, dann einmal, ich habe diese Resistance Bands, mhm, ja, und dann mache ich halt die gewisse, ja, Bewegung durch, dass da halt einigermaßen. Ich bin jetzt 34, also 10 Jahre Kraftsport haben halt auch schon ein bisschen Spuren hinterlassen. Ne? Aber ich bin noch recht fit, muss ich sagen. Ja. Genau, eigentlich beide Arme. Wir werden sehen. Ja. Dehnst du dich manchmal auch? Ja, viel. Perfekt. Viel. Oh Gott, mit 34, 180 Kilo, wenn du da gar nichts machst, da bist du echt ein Klotz. Ja. Andere Frage, was gibt es für Verletzungen beim Bouldern? Also die meisten Verletzungen haben wirklich mit Kapselbänderrissen mit den Armen und Fingern zu tun. Okay.
Tatsächlich andere Sachen, so wie Kreuzbandriss, ist dann einfach mal, wenn man blöd landet oder sowas, okay. Aber tatsächlich eher seltener. Ich würde sagen, wir machen auch noch so ein bisschen Dehnübungen. Ja. Also einfach so ein bisschen wirklich die Beine locker machen. Genau, wirklich schön dehnen. Genau, wir brauchen nämlich auch viel Beweglichkeit zum Bouldern. Wie du vorhin schon gehört hast, geht es ja auch viel um die Beine tatsächlich. Ich höre dich gerade nicht, weil es hier überall knackt und knarzt wie so ein altes Gepäck. Dann weiß man aber noch, dass es dran ist. Dann ist auch dran, ja. Was schaust du da gerade? Ob da oben Schlaganker drin sind, ob ich mich da an den Balken da hängen kann. Wir machen es einfach. Nicht schlecht. Sei vorsichtig. Verletz dich nicht gleich, bitte. Wir gehen jetzt klettern. Klasse. Das wird super. Jetzt geht's los. Ich freue mich. Sehr schön. Das habe ich jetzt absichtlich gemacht für die Klicks. Bist du aufgeregt? Ja. Weil ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Ich glaube, diese Time Under Tension, diese Non-Stop-Beanspruchung. Ja, ja. Du hast ja nicht mal einen Moment, wo du mal durchschnaufen kannst. Kompletter Gegensatz zu deinem Sport eigentlich. Bei dir ist es eher maximal und kurz die Belastung und hier ist es ja dauerhaft. Ja gut, beim Powerlifter ist es ja noch kürzer, beim olympischen Gewichtheber ist es ja noch kürzer. Ja. Die machen ja einen Lift und gehen wieder nach hinten. Ne? Wir haben ja doch mal so noch eine Minute oder mal 90 Sekunden, wo wir halt mal durchknallen. Ne? Quasi wie eine Leiter eigentlich, okay? Okay. Die Griffe sind besser, als sie aussehen. Du kannst dir immer wirklich schön die ganze Hand mit dazu nehmen. Okay. Genau. Achte auf deine Beine. Mach nicht alles mit der Griffkraft. Genau. Und hier ab hier kannst du, wenn du willst, auch schon wieder runterklettern. Justin, ich sehe dein suffisantes Lächeln schon wieder. Also hier musst du anfangen. Diese zwei Kreise geben dir quasi den Start vor. Okay. Das heißt, du musst mit beiden Händen immer da anfangen, wo diese Platten sind. Also so. Ja. Ja. Schaffst du. Sehr gut. Easy. Haja. Perfekt. Und jetzt wieder nach unten. Also man muss sagen, die Griffe sind griffiger, wie man denkt. Griffiger, wie man denkt. Ja. Alle. Du hast überlebt. Laura, gib's zu, du hast mich nur eingeladen, um eure Wände hier zu testen. Ob die denn auch standhalten? Justin, du bist dran. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Gib mir die Cam. Soll das aufnehmen? Ja? Ja. Sehr gut. Ja, das sah doch mal perfekt aus. Was sagst du? Ja, war gut. Also die Blättchen, die hier an den Griffen dran sind, zeigen uns quasi immer die Schwierigkeit. Unsere geht von grün bis schwarz. Grün ist das Einfachste, danach kommt die Farbe Blau, dann kommt Gelb, dann Rot und dann Schwarz. Genau, und daran können wir eben sehen, welche Schwierigkeit hat der Boulder jetzt. Und je nachdem kann ich mich auch immer so ein bisschen daran orientieren. Es hat eine schöne Parallele zum Kraftsport. Man sagt ja, wenn man Gewicht über Kopf drückt, du drückst ja nicht viel mit dem Arm, du gibst ja die Beschleunigung aus dem Bein. Ja. Und ich habe es jetzt auch gemerkt. Ich wollte ziehen, aber ich habe einfach mit dem Bein nach oben gedrückt. Genau das ist es. Mhm. Das war auch mein Problem, als ich angefangen habe. Ich habe versucht, alles aus den Armen zu ziehen, weil ich super schlecht in der Beinkraft war. Und ja, aber hier geht es auch viel um Technik und auch eben die Füße und die Beine sind ganz wichtig. Lila? Lila, alles lila. Okay, alles lila. Ja. Yes, sonst wäre es ja leicht. Das stimmt. Sonst wäre es ja leicht, wenn man alles nimmt. Das sieht richtig professionell aus, oder? Als würde das schon öfter machen. Die Leute, die dich suchen auf Instagram, wie finden sie dich? Oder wenn sie mal Bock haben, hier mal auch zu bouldern und kommen aus dem Kreis Karlsruhe oder Baden-Württemberg,
oder auch woanders her. Genau. Dann sag mal, wo sie das finden und wo sie dich auf Instagram finden. Ich kletter dann der Weimar hier an der blauen Route hoch. Ne? Genau, also ihr könnt mich finden unter laura.gleim. Genau, da poste ich auch viele Sachen rund ums Klettern, rund ums Bouldern. Genau, und da könnt ihr mich so ein bisschen verfolgen und könnt auch darüber Kontakt aufnehmen, falls ihr Lust habt, auch mal bouldern zu kommen. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Ich bin warm. Da sehe ich dich, Dennis. Genau, und als nächstes hier. Okay, das fühlt sich jetzt richtig komisch an. Ja, es sind alle. Yes, come on. Ali. Ja, komm, bleib rein. Und die Beine hoch. Boah! Come on! Come on! Gleich bis zur oben. Stell dein Bein ab. Ja. Yes, komm. Ja, sehr gut. Justin, rette mich! Brech dir nichts, wenn du runterfällst. Ey, ohne Scheiße, ich hab richtig Angst. Yeah! Ich geh heim. Hat er gut gemacht, oder? Super gemacht. Ich sag dir eins, ich habe Angst zu fallen. Wenn du mit viel Gewicht fällst, Knöchelschuss. Aber das war gerade ein richtiger Überlebenskampf, gell? Das sah mindestens so elegant aus wie bei ihr, oder? Hey, Justin, hol das Ding, gell? Rechts auf dem Blauen. Justin, wieso machst du das so einfach? Ich muss aber sagen, hat ultra viel Spaß gemacht. Ja. Das ist so, es hat einen echt ultimativen, kompetitiven Geist. Wenn du da hängst, aber ich glaube, wenn man dann anfängt, zornig zu werden und sich da so reinzuwirtschaften, wird es eher noch schlimmer. Weil dann verkrampfst du, du musst ja eigentlich wie, so wie du da, wie so eine Grazie da hoch. Es gibt natürlich, also die Tritte sind schon relativ klein, aber es gibt natürlich, je höher die Schwierigkeit geht, noch kleinere Tritte. Wichtig ist, dass du nicht versuchst, mit dem ganzen Schuh drauf zu stehen. So einen besseren Grip hast du, wenn du wirklich mit der Spitze eher vorne den Druck drauf bringst. Also wirklich anstatt so dann wirklich hier vorne auf dem Tritt zu stehen. Bei mir ist es so. Klettert da hoch wie so ein King Kong, ne? Noch mal eine Frage von mir. Geschafft ist es, wenn man die letzte Farbe oben rührt? Ja, mit beiden Händen. Ah, okay. Regel ist es so, auch bei Wettkämpfen, 3 Sekunden zu halten. Okay. Genau. Ich habe eine Frage. Schieß los. So, bei uns gibt es eine Disziplin, die heißt Natural Stone Lifting. Das sind meistens so naturgeformte Kiesel, die man auf die Schulter hebt oder über Kopf drückt. Da sagt man, es gibt verdammt gute Athleten, die jetzt von der Kraft nicht so top sind, aber sie können die Steine lesen. Bist du jemand, der die Route zuvor liest? Oder gibt es Leute, die so sagen, ich gehe drauf los und lass mich von diesem, wo es mich hintreibt, ziehen? Beides. Okay. Also manchmal gehe ich auch rein und schaue es mir nicht an, wo ich dann wieder weiß, okay, das ist ein Fehler. Mhm. Weil vorher kannst du die Route eigentlich schon gut lesen. Du siehst, okay, das sind die Griffe und wenn du dann eben deine Erfahrung im Bouldern auch schon hast, dann weißt du, okay, so muss ich meinen Körper bewegen, da muss mein Fuß hin, da muss ich vielleicht kreuzen. Okay. Das heißt, du bereitest dich schon mal vor.
wenn man auf einen Wettkampf geht, wie viele Tage, Wochen, Monate sieht man die Route schon im Vorhinein? Gar nicht. Gar nicht. Du gehst dahin, darfst vor Wettkampfbeginn dir ein paar Minuten die Route anschauen. Okay. Und bekommst dann, zumindest im Bowl, dann 4 Minuten, wo du die Zeit hast, um den Boulder zu schaffen. Ah, und dann gibt es wirklich Leute, die stehen dann 2 Minuten erstmal unten, gucken und genau, gehen dann, machen so, dann einen Versuch? Oder? So lang meistens nicht, weil die Zeit ja dann davon rennt. Die brauchen manchmal auch mehrere Versuche. Aha. Genau, aber die müssen sich das auch erstmal anschauen, ja, definitiv. Sehr interessant. Kann man sich anmelden? Ja, ja. Ich finde das also für die Griffkraft und für alles, auch für, ich komme in Positionen, wo ich im Gewichtheben nicht hinkomme. Ja, ich denke, das wird auch nochmal einen auf jeden Fall weiterbringen, weil es wirklich deinen ganzen Körper auch beansprucht. Beweglichkeit, Technik und eben auch Kraft mit dazu. Der Justin ist nicht gewohnt, dass so viel geredet wird. Da geht es immer zack, zack, zack. Und wenn wir dann mal über so was Inhaltliches sprechen. Wir sind halt schon die Alten. Ja. Wie alt bist du denn eigentlich? Was denkst du denn? 28. Du bist zu viel mit mir unterwegs. 22. Das war die letzte Woche Belgrad, die hat dich alt gemacht. Hä? Mit der Disco, mit dem Matrix-Eingang, wo sie da stand mit dem Pieper. Gell? Das waren so sechs Elevator. Wie so Ex-Paramilitär-Typen, so mit Glatzköpfen, Bomberjacken. Und du musst durch so einen Pieper durch. Yeah. Und dann haben sie dich auf den Fahrstuhl und dann bist du hochgefahren. War so eine Nobel-Disco. Okay. Alle. Let's pets. Also ich musste mich persönlich am Anfang noch so ein bisschen drauf einlassen. Jetzt ja. Läuft es bei mir schon besser. Ja, man sieht es auch. Es läuft. Ist gut. Ich frage mich halt, guck mal, jetzt dreh dich mal bitte um. Ich glaube, wenn jemand mit meinem Körpergewicht hier hängt, braucht er eine Griffkraft, dass er diese Schale eigentlich zerdrückt. Wahrscheinlich. Na? Jetzt wird es schon schwerer für Dennis. Yes. Was soll ich machen? Was mit der grünen hier? Das hat ein bisschen schwer, aber ich kann es probieren. Ich habe sie noch nicht, aber ich probiere es. Bei diesem langen Griff so ein bisschen mein Problem. Da geht es um die Zange. Ich habe relativ kleine Hände. Und da wird es für mich meistens echt schwierig, die auf Kraft gut zu halten. Ich kann es einfach nicht halten.
Da fragt man die Leute direkt mal. Also wenn ihr wollt, dass die Laura mal ein bisschen Strongwoman-Training macht, schreibt es in die Kommentare. Na? Ich will der neue Strongman werden. Das wär's, wenn du mal so eine, wenn du mal so eine 60, 70 Kilo Kugel schulterst. Doppelt so schwer wie ich. Beziehungsweise Campusboard. Das macht man ohne Füße, dass man sich quasi hochhangelt, Stück für Stück. Hier gibt es auch verschiedene Leisten und auch wieder verschiedene Schwierigkeitsgrade. Hier vorne musst du wieder mehr die Finger belasten und hier hast du wirklich deine ganze Hand mit dabei. Genau, also von daher ist hier jetzt erstmal auch so eine der leichtesten Stufen. Ja? Dankeschön. Genau, also schau, du machst es wirklich so. Kriegen wir das hin? Nichts hören will ich. Hängen ist doch schon mal gar nicht so schlecht. An dem Ding zu hängen ist schon ein Fortschritt für mich. Ja, eben. Ich bin übelst geschwitzt, man sieht es bestimmt nicht, ne? Und Laura ist nicht geschwitzt. So, jetzt Spaß beiseite, Laura. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast und ich das hier erleben durfte. Ich finde, es ist ein extremer Sport. Jetzt kommt's. Schrägstrich. Riesenspaß. Und das, was halt Spaß macht, dann ist es nicht so schwer. Ja. Und ich finde, gut, ich mache jetzt schon 10 Jahre Strongman, macht mir auch ultra Spaß, aber irgendwann wird es Routine und was Neues ist einfach wunderschön. Und ich muss sagen an alle da draußen, ich bin jetzt schon wieder am Brainstormen, ob man nicht mal hier ein Seminar mit ihr machen. Ich komme mit, also 10, 15 Leute, machen wir mal einen Boulderkurs oder so oder wie gesagt im Eisendschungel. Aber erstmal vielen, vielen lieben Dank. Die Leute sollen reinschreiben, ob du jetzt mal ein bisschen Strongman machen sollst. Und die Gäste, beziehungsweise das verlangt die Tradition von meinen Videos, die Gäste verabschieden meine Videos. Aber was sagst du jetzt zum Resümee, wie ich mich geschlagen habe erstmal? Ich bin beeindruckt. Ich habe nicht gedacht, dass du dich so gut schlägst. Okay, danke. Vor allem, wie gesagt, die orangene Route mit den anderen Schalengriffen war ja auch echt nochmal super hart. Das war knapp an der Grenze. Ja, und aber trotzdem hast du dich super gut geschlagen. Dankeschön. Vor allem, du hast das jetzt zum ersten Mal gemacht, also gut ab. Vielleicht sind die einen oder anderen auch überrascht, weil viele kennen mich halt, der große, schwere Junge. Ne? Es ist nochmal eine andere Belastung, das genau. Und dann merkt man doch vielleicht, wo man noch Defizite hat. So, jetzt sagst du Tschüss und dann sehen wir uns wahrscheinlich, wenn die Leute es kommentieren, bei mir in der Halle. Ja, dann viel Spaß bei den vielleicht noch weiteren Videos, die kommen werden. Haut rein und schaut euch auf jeden Fall mal das Bouldern an. Es lohnt sich.